Wir haben für das Inselspital in Bern, für das neue Anna-Seiler-Haus, ein Erlebnis entwickelt. Und zwar ist es eine kinetische Installation geworden, die Menschen im Gebäude abholt und ihnen ganz unterschiedliche Emotionen vermitteln kann. Zum einen wollten wir eine Installation schaffen, die verzaubert und zerstreut, aber auch überrascht und einen Moment des Innehaltens für die Menschen bietet. Für uns ist es tatsächlich herausfordernd gewesen, die technische Umsetzung von dieser Idee, in dieser Präzision, in den Vorgaben, die man kann, umzusetzen kann. Man muss sich vorstellen, die Ringe fahren 0,8 Meter in Sekunde, die müssen auf einen Millimeter genau hängen und aneinander vorbeifahren. Das ist höchste Präzision im Zusammenhang auch mit der Sicherheit, die man gewährleisten muss, ist über Kopf. Das heisst, es ist eine zusätzliche Sicherheit, die man gewährleisten muss. Und dann auch sehr ruhig, dass man es nicht hört. Was ganz Besonderes in so einer geschäftigen, auch sehr technischen, hochpräzisen Umgebung wie in einem Spital, so einen emotionalen Moment schaffen zu können. Und das gibt's bis jetzt einfach ganz selten auf dieser Welt. Und dass wir hier mit einem Kunden zusammenarbeiten konnten, der dort auch ein Bewusstsein dafür hat, dass so ein schönes Erlebnis auch zum positiven Wohlbefinden und damit auch zur Gesundheit beitragen kann in einem Gesundheitssektor, wie jetzt hier im Spital, ist wirklich ja, was ganz Besonderes. Studio Banana bringt mit Loops ein transformatives Erlebnis ins Berner Universitätsspital. Mit ihrer kinetischen Installation von 24 schwebenden Aluminiumringen begeistern sie Besucher, Mitarbeiter und Patienten gleichermaßen. In einem 25 Meter hohen Atrium verschmelzt Kunst, Architektur und Design zu einer meditativen Choreografie, belebt den Raum und sorgt für verschiedene Perspektiven. Ein emotionales Erlebnis, das die Krankenhausumgebung ein bisschen menschlicher macht. Studio Banana zeigt, dass Kunst das Wohlbefinden fördern kann. Das hat Xaver verdient.